dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Leute allerseits, es geht los mit Kapitel 7. Der amtierenden Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik, Einführung in die Psychologie und den Rest der Welt. Fortgeführt wird dieses Kapitel mit der Nummer 36. Friedrich Ernst, Friedrich Appelt, ein Naturphilosoph, wenn man so will, glänzt hier mit dem Spruch: Die Abstraktion ist daher ist die Methode der Aufsuchung der Prinzipien. Also Prinzipien haben wir da, wo etwas allgemeingültig ist. Jetzt ist die Allgemeingültigkeit, die in der Sprache angetroffen werden kann, nicht unbedingt, werde ich jetzt mal differenzieren wollen, dass es durchaus Begriffe gibt oder gibt es nicht. Wir sprechen vom Prinziphaus. Das Prinziphaus beinhaltet einmal ein Dach, zumindest eine nach oben Abschirmung gegenüber Witterungseinflüssen, nach oben einmal. Nicht unbedingt. Stelle mir gerade ein kleines Kind vor, im Alter von 4 Jahren und 3 Monaten, sitzt in einer in einem Pappkarton und spielt Haus. Wieso nicht? Mit dem Prinzip wäre man dann in der Abteilung Wesen. Das Wesen eines Dings wurde in der Vergangenheit sehr gern genommen, als es darum ging, einen anderen Begriff für Allgemeinheit zu nehmen. Das Wesen des Menschen waren die allgemeingültigen Merkmale, die quasi auf jeden Menschen zutreffen, egal ob Männlein oder Weiblein oder Sächlein. Das Prinzip und, was wäre das Prinzip und? Verbindung, könnte man sagen. Wäre das Prinzip und, wäre die Verbindung. Das Prinzip Taschenlampe wäre handhabbar, Licht, Batterien betrieben. Also das, was an einer Sache wesentlich ist, könnte man sagen, und damit wäre der Tatbestand der Abstraktion dann des Abzugs aller Nebensächlichkeiten und die Konzentration auf das Wesentliche im Prinzip erfüllt. Ich weiß jetzt nicht, ob das weiterführend ist, das Bewusstsein darüber, dessen, dass man sich mit seiner Rede immer im Bereich der Prinzipien bewegt. Heißt eine Verbindlichkeit gegenüber Prinzipien. Oder mit anderen Worten, dass man zu seinem Wort steht, würde hier passen.
Prinzipien oder eben auch die Verbindlichkeit dem gegenüber, was man sagt, darauf kann man angesprochen werden. Verlässlichkeit, ein solcher Gebrauch der Sprache, prinzipieller Art mehr oder weniger. Gut, soll es dann mal gewesen sein. Fritz der Mautner mit einer etwas längeren Passage unter der Nummer 37. Als folgendes: Es ist seit mehr als 100 Jahren für die Schüler der älteren Engländer und Kants ausgemacht, dass es keine Brücke gibt von unserem Denken zur Wirklichkeit. Vom Subjekt zum Objekt, vom Ich zur Welt. Was immer wir von der Wirklichkeit wissen, die Bewegung der Sterne und das Gewicht des Mehlsacks, die Geschichte Persiens, die Nässe dieses Wassertropfens, was alles wissen wir gleich indirekt durch unser Sprechen oder Denken, also nur subjektiv. Sicher, bloß wie sage ich es jetzt meinem Kinde? Die fehlende Brücke, ja gut. Also ausgehend von der, jetzt würde ich nur allzu gern wissen, ob der gute Heinrich Rickert mit seiner Inkommensurabilität zwischen Wort und Ding hier früher dran war als Mautner. Sollte vielleicht hinzufügen, es gibt keine logische Brücke, weil ohne eine Brücke des Denkens zur Wirklichkeit, das wäre der reinste Wahnsinn. Man könnte nichts mehr reflektieren, das Denken wäre praktisch für die Katz. Und nur mehr innerbetriebliche Inzucht möglich. Bloß mehr logisches Denken dann oder eben ein Handeln ohne jegliche Überlegung. Diese Brücke, die notwendigerweise aus praktischen Nützlichkeitszweckerwägungen unabdingbar ist, wird Interesse halber geschlagen. Der Zweck bildet die Brücke, das Wollen, das Begehren, das Bedürfnis lässt die Worte zum Mittel eines Zwecks werden und schon ist das Problem gelöst und man hat es immer nur mit ethischen Problemen zu tun. Eben dieses Wollen betreffend, die Legitimation, Begründung dieses Wollens ist dann zu begründen und zu legitimieren. Ich mach mich tot. Die Legitimation ist zu legitimieren. Aber Sie wissen, was ich meine. Und kein Sein ist mehr von größerer Bedeutung, beziehungsweise ein Wissen über ein Sein, ein bloßes Sein, die Erkenntnis über das bloße Sein ist wie so uninteressant wie der Wahrheitsgehalt einer bloßen Fotografie.
Und in dem Sinn ist eben die Bewegung der Sterne zweckbedingt, in dem Fall würde ich jetzt mal von irgendwelchen astronomischen Berechnungen abgesehen, einen Kometeneinschlag in Indiana City zu verhindern oder vorherzusagen, einmal abgesehen. Was haben wir noch mit den Sternen? Einen ethischen Aspekt, die Ethik, die Schönheit des Sternenhimmels als Bedürfnis der Seele. Das Gewicht eines Mehlsacks, da ist der Zweck schon offensichtlicher. Die Geschichte Persiens ist jetzt kulturell, möchte man meinen, von Bedeutung als Kulturvolk, auch in Bezug auf die Menschheit. Also alles subjektiver Zweck. Objektiv ist die Geschichte Persiens. Quem juckat, also wie der Lateiner sagt, wen juckt's? Die Nässe eines Wassertropfens, da müsste man einen Nanotechniker fragen, was da zu holen ist, inwieweit sich die Nässe eines Wassertropfens für eine bahnbrechende Erfindung in der Medizintechnik von mir aus bemerkbar macht. Also was immer wir von der Wirklichkeit wissen, hat einen Zweck oder einen Nutzen als Hintergrund, Untergrund, Urgrund, Grund. Und was sonst noch gewusst werden kann, die Anzahl der einzelnen Sandkörner am Strand von Rio de Janeiro ist uninteressant, interessiert kein Schwein. Weil es nutzlos, sinnlos ist und sollte das dann als Wissen bezeichnet werden, ist müßig, weil dieses Wissen nicht existiert. Entweder weil das technisch gar nicht machbar ist, das auszuführen, diese Sandkörner alle zu zählen, und dann, weil es niemand wissen will. Zu was? Für was? Also wäre das ein Wissen, das muss ich jedem selber zu entscheiden überlassen. Wir kommen zum nächsten Punkt. Hier haben wir eine Rezension zu Mautner von einem gewissen Hermann mit einem R. Ist das ein Übersehen? Egal. Die Nummer 38. Insofern strebt diese Sprachkritik eine Revision der Grundbegriffe aller Wissenschaften an, und insofern versteht sie sich als die Wissenschaft der Wissenschaften oder vielmehr als das Wissen vom Wissen. Wären wir wieder in der Abteilung, wie wichtig die ganze Angelegenheit ist. Eine Revision, bevorzuge ich den Begriff Revolution, der Grundbegriffe aller Wissenschaften. Warum? Weil diese eben auf einer an sich Basis, von einem Standpunkt der Absolutheit aus geformt, gebildet wurden,
und jetzt nur mehr als Technik in Frage kommen. Und diesbezüglich wären das dann andere Grundbegriffe als Basierung und Basis. Und die Wissenschaften aller Wissenschaften, das wäre eben Wissenschaftstheorie oder Philosophie unter den neueren Gesichtspunkten. Das heißt, die Fragen, die sonst niemand mehr aufwirft und die jetzt auch schon beinahe niemand mehr aufgeworfen hätte, wenn nicht der Gleichsatzkanal, vielleicht noch nicht so sehr, aber Gleichsatz.de, ein unüberhörbares Haltet ein gerufen hätte, was die Schließung der philosophischen Institute anbelangt. Denn die Fragen häufen sich noch und nöcher, die anderweitig niemand zu beantworten weiß, wie es denn jetzt weitergeht und überhaupt, können wir noch was glauben, nachdem wir schon nichts mehr wissen können? Es handelt sich hier bei der Nummer 38 einzig und allein um die Objektivität. Die ist hinüber. Ad acta, die spielt keine Rolle mehr und damit auch diese Art von logischer Allgemeingültigkeit, die immer noch in unsäglicher Literatur wird der Versuch gemacht, das Wollen, das Interesse in eine Erkenntnis umzuwandeln. Und die Schlangen winden sich in den gekrümmtesten Argumentationen, um das Kunststück zustande zu bringen, diese Unüberwindbarkeit, diese unüberwindbare Kluft zwischen Wort und Wirklichkeit, ich muss hinzufügen, diese logisch unüberbrückbare Kluft, Inkommensurabilität. Alles für die Katz, alles schon beim Andruck, schon Makulatur, aber sie geben es nicht auf. Und warum? Weil eben die Objektivität eine Allgemeingültigkeit liefert, die sich vorzüglich eignet zwecks der Regierbarmachung ganzer Landstriche. Es folgt die nächste Nummer, Paul Zende, ein ungarischer Kollege, hat sich an der soziologischen Theorie der Abstraktion versucht. Und ausgewählt wurde aus diesem Werk Folgendes: Die Selbststeuerung der Lebewesen ist ein abstraktiver Vorgang. Bei der außerordentlichen Mannigfaltigkeit des Seins und Geschehens muss der Organismus eine Auswahl treffen, die für die Erhaltung des Lebens nützlichen Vorgänge fördern, die schädlichen unterdrücken. Die Anpassung besteht aus einer, bitteschön, unaufhörlichen Reihe von Abstraktionen. Sie ist eine ständige Hervorhebung und Vernachlässigung bestimmter Lebensvorgänge. Also, hier verstehen wir einen Gedanken, der zum ersten Mal von Wilhelm Mackensen formuliert wurde im Jahre 1799, soweit ich mich erinnern kann. Woher weiß ich das? Weil ich gerade an dem Buch zu tun habe.
Und zwar der Gedanke der Ignoranz, beziehungsweise das Beiseitelassen oder eben übersehen, ignorieren dessen, was alles an schöner Landschaft zu sehen ist, in der Konzentration auf das, eben auf das Wesentliche. Das war, wenn man hier dem guten Paul Glauben schenkt, dann ein, Wesenszug in der alten Sprachgewohnheit, Wesenszug des Menschen in der Erhaltung seines Lebens. Von Nietzsche gibt es da eine schöne Passage in Bezug auf die Gleichheit. Wahrnehmung der Gleichheit war lebenswichtig, ich denke, Willen zur Macht war da eine Stelle. Jetzt bin ich hier wieder versucht, anderweitig zu kramen, wo das jetzt war. Aber ich kann mich beherrschen. Und das ist, was jeder Mensch tagtäglich schon mit dem Aufstehen am frühen Morgen ist, dieses Beiseitelassen dessen, was nicht von Belang ist, eine Selbstverständlichkeit. Und vielleicht in Momenten der Muße spielt diese Art von Aufmerksamkeit dann keine Rolle mehr, aber diese Momente sind äußerst selten. Die meiste Zeit will der Mensch etwas, sage ich jetzt mal, objektivistisch formuliert. Es ist eine Aufmerksamkeit am Werk, ein Interesse mit oft mehr oder weniger viel Bewusstheit. Da gibt es dann auch Aussetzer. Und schwupps, weiß man nicht mehr, hat man jetzt das Licht im Bad ausgemacht oder nicht, aber in der Regel ist eben diese Aufmerksamkeit da oder nicht da, und da handelt es sich dann um, wenn das Ganze bewusst passiert, weil hier ein wacher Kopf am Werk ist, pausenlos um ein Weglassen und ein Hinzufügen in den Bereich der Aufmerksamkeit, der ja nicht, man spricht da, oder es wird, man spricht da, das ist wieder so eine alte Sprachgewohnheit, es wird da von der Schwelle des Bewusstseins gesprochen, die ein bestimmter Reiz überschreiten muss, und diese Schwelle des Bewusstseins, die kann man auch durch gesteigerte Aufmerksamkeit dann erhöhen. Sprich ins Mikrofon, mein Freund, dann kann man mich besser verstehen. Also Hervorhebung und Vernachlässigung ist Abstraktion, ist im Prinzip, ist das Prinzip Abstraktion. Und insofern ist Abstraktion von praktischer Bedeutung. Und alles andere als irgendwie Wolkenkino, abstrakt, irreal, bloße Gedanken, bloße Vorstellungen, keinerlei Realität. Weit gefehlt. Sie wissen nicht, was sie abstrahieren. Und nun zur Nummer 40. Ein gewisser Hugo Spitzer, aber meines Wissens kein Hamburger. 1876, Nominalismus und Realismus. Hier heißt es, kaum ein Philosoph, 5 Minuten habe ich noch, kaum ein Philosoph hat auf die Entscheidung der Frage nach dem Verhältnis des Allgemeinen oder des Begriffs zum Einzelnen, der Gattung, zu den Individuen, größeres Gewicht gelegt als Feuerbach.
Landsmann, Ludwig, der Lucke, Feuerbach aus Landshut, der erklärte, dass die ganze Geschichte der Philosophie sich eigentlich um diese Frage dreht. Also, Wichtigkeitsalarm. Dass der Streit der Stoiker, Epikureer, der Platoniker und Aristoteliker, der Skeptiker und Dogmatiker in der alten Philosophie, der Nominalisten und Realisten, haben Sie es gehört, das war jetzt eben übersteuert. Nominalisten und Realisten im Mittelalter, der Idealisten und Realisten oder Empiristen in neuerer Zeit nur auf diese Frage hinausläuft. Also, was ist das jetzt für eine Frage? Das Verhältnis des Allgemeinen zum Einzelnen. Genau. Und doch etwas mit dem Pügel zurück. Und da sind wir dann wieder diese Frage bei diesen ganzen Bibliotheken, die sinnloserweise verzapft wurden, indem einfach versucht wurde, das Allgemeine mit dem Einzelnen auf logische Weise zu verkuppeln. Und dem ist nicht so. Das heißt, es ist logisch unmöglich, aber weil es eben praktisch zu sein hat, kann nicht sein, was nicht sein darf, dass es eben unmöglich wäre, Erkenntnis zu haben, absolute Erkenntnis zu haben. Stelle ich mir dann so vor, dass jetzt, nachdem jetzt der liebe Gott und die Könige abgedient haben in ihrer Glaubwürdigkeit, brauchen wir etwas, an das die Menschen glauben können, und das ist dann die Wissenschaft bzw. das allgemeingültige objektive Wissen, das neutrale Wissen, wo kein Schwindel möglich ist. Hahaha, guter Witz. Also, Kurzfassung, jemand, der das hier begreift, kann sich ein jahrelanges Philosophiestudium sparen und sofort an seiner Dissertation arbeiten. Die sofort heraussticht aus dem üblichen Mist an Doktoren, die da fabriziert werden mit lauter Schwachsinn seit Jahren, seit Jahrhunderten, möchte man sprechen, indem eben das klargestellt wird. Was jetzt bei Rickert ist diese Inkommensurabilität dann auch wieder in irgendeine Objektivität umgebogen. Das sind alles die großen Künstler, hervorragende Analyse, aber wenn es dann an die Konsequenzen geht, da kommt dann der übliche Blödsinn heraus, mit dem man dann auch seine Professur nicht gefährdet. Schätze ich mal, irgend sowas spielt dann eine Rolle oder wäre ein zu großer Schnitt in Bezug auf das, was bisher gelehrt wurde, und was weiß ich für Gründe. Es ist eigentlich unerklärlich, dass ich da von der Zeituhr hier nicht verständlich werde. Die Zeit ist abgelaufen. Ich meine, es ist unerklärlich, was mache ich da, dass diese Frage nicht schon längst abgehakt ist und man sich auf die eigentlichen Probleme, die ethischer Natur sind, konzentriert. Nun gut,
Es geht weiter mit der Nummer 41 in der Folge 8 der munteren Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Was wollte ich jetzt? Das markieren wollte ich. Und Peace und Out.